Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu F1 220 mit hier mein Team Karriere. Kratzt das Phone. Jo, so sehe ich das auch auf. So. Fürs Training erstmal alles. Okay, Hauptgetriebe muss noch ein Rennen halten, das ist gut. Hey, der Witzka. Von E-Abteilung, ich brauche Punkte. Mit 400 kann ich ja überhaupt nichts anfangen. Hier läuft was, da läuft was, da läuft auch gerade nicht. Also müssen wir uns jetzt anstrengen, um genügend F&E-Punkte zu erlangen. So. Ins Bein. Controller ausgestiegen. Ne, also ne, gut. Entwicklungsupdate. Hey. Wir haben es ganz schön aufgeholt. Und Haas hat uns überholt. Haas hat uns überholt, das ist nicht gut. So viel wie möglich Punkte holen. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Macht dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, okay, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Jetzt klar. Spezifikationen, Teile. Drei saubere Runden hier in Spain. Es möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Viel Glück. Ah. Gott, fertig der Scheiße. Der DRS-Zone. Wartet mal, das ist ja hier ein Rotz. Mit dem Forced Feedback. So, das. Gucken. Also, ich werde mal hier überarbeiten.
Was ist denn jetzt auf immer alles so beschissen? Force Feedback. Oh, was ist denn jetzt hier für ein Rotz? Ja, die letzten, nachdem ich mich gedreht habe, die sind alle kacke. Kurve 13, Kurve 16. So. Hä? Ich hab das doch berührt. Gerade wo ich jetzt die Scheißpunkte brauche. Fahr ich so eine Ritze zusammen. Boah, Glück gehabt. Aha. Ich sehe, das Spiel ruckelt. Warum auch immer. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen, zurück in die Garage. Schlimmer. Gucken, warum das ja alles so beschissen ist. Muss ich dann. Ein Rotz mit dem. Jetzt
falschen Controller gegriffen. Das ist doch scheiße. Sicher gehen, dass du deine Reifen im Laufe einer Runde richtig verwaltest. Also versuch die Abnutzung in den Kurven gering zu halten. Sei vor allem beim Beschleunigen am Kurvenausgang besonders vorsichtig. Jo, ich bin vorsichtig. Wartet kurz. Mit uns bist du nicht nur versichert, sondern gesund versichert. We'll be right back.
back in business. Alter Witzka, ein Stress. So. Um die Kurve rumkommen. Oh, fast. Scheißrunde wird das hier. Vorsichtig beschleunigen. Glück gehabt. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Letzte Runde des Programms. Ja, gut. Kein Lila geschafft. Und jetzt noch einmal das hier. Wenn nur alle drei Runden braucht, dann ist die Zeit durch. Möchten wir, dass du dich auf Techniken zum Benzinsparen konzentrierst. Lüftet Coast, was auch immer. Coast am Kurveneingang, um so viel wie möglich zu sparen
weit unter der minimalen Rundenzeit bleiben musst. Unter. Das gleiche Spiel eigentlich wie beim Reifenmanagement. Immer schwieriger. Na, ich brauche ja wieder alle drei Runden. Gut. Das war wohl nicht gescheitert. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. So. So, perfekt. Spain? Haben wir da schon eins? Die Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 23,0. Kann ich schon mal die Bremsbalance umschalten? Schön. Gut gemeistert.
So, irgendwas freigeschaltet? Nö. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Bottas, Letzter und Alexander Albon. Nimm mal die Strecke, unglaubliche Alter. Es wird schwer, dort rauszukommen. Da ist die erwartete Zeit. Ach du Scheiße. Mach dir keine Sorgen um die Reifen. Gib einfach alles. Bei diesem Test wollen wir möglichst nah an die Zeiten unserer Konkurrenten herankommen. Hier auf der Geraden, weil Motor. Ja, scheiße. Und das noch tun. Bitte Sorge für ein paar konstante Rundenzeiten. Wir benötigen brauchbare Daten, damit wir die Rennstrategie ausarbeiten können. Der Motor ist wirklich verschrott. So, und jetzt ist bestimmt die Vorhilfen. Dann gucken. Die KI fühlt sich so.
hat es bestimmt übernommen. Ich habe die KI nämlich eben auch runtergenommen jetzt beim Rumspielen. Weil ich jetzt einfach mal. Weil ich. Na? Getestet habe, wie es so ist, mit manueller Gangschaltung zu fahren. Ist scheiße mit Controller. Es sind 50 Punkte angepeilt und eine bessere Rundenzeit. Körbnitz zusammen mitnehmen, ansonsten dreht es mich. Hier habe ich gut aufgeholt, jetzt wird es gleich wieder schwierig. Nicht rum um die Kurve. Ein Rotz. Schlechter als Drum King. Jetzt 18,7. 390 Punkte ist okay. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Verstappen, Bottas und Lewis Hamilton. Platz 21. Im sechsten Rennen schon meinen zweiten Motor. Und im vierten, im fünften Rennen hatte ich so schon. Scheiße.
ich die Musik hoch. So, okay, Anerkennung haben wir wieder bekommen. 1000 Ressourcenpunkte. Gleich mal reinschauen, was wir damit machen können. Natürlich. Was können wir damit tun? Oh nein. Wir würden auf 80 gehen. Änderung bestätigen. Weiter geht's. Moin moin Rufus. Das ist nicht so meine Strecke. So. Hallo. Sag doch hallo. Was ist denn los? Ja, ich muss wohl unterbrechen, weil ich essen gehen muss. Nur auf Zeitenjagd gehen, ja. Fuck, Kurve, ey. Eieieiei. Oh, das ist schlecht. Der Versuch. Session Info. Oh Gott. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,20. Come on.
Wir ziehen noch raus. Egal, wie lange wir noch rauskommen. Mit schon eine halbe Sekunde schneller als meine erste Runde. Gut, vom Magnussen. Bis jetzt. Oh, so knapp. Ich gucke heute mehr raus. Hab ich halt verkackt. Im letzten Sektor. Gut, vom Magnussen, Alter. Jordan ging so vor mir. Ja, ja. 1,17,2. 80er KI jetzt. Hä? Da war er hinter mir. Habe ich jetzt was nicht vorgenommen? Habe ich eine Strafe bekommen? Und wenn, dann für was? Ah, es ist und bleibt ein Rätsel. Dann heute zu draußen passen, Buchs fast besonders. Okay. Ja, Jeff. Einem sensationellen Qualifying. Ist mir egal. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Starten. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also passe auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Hä, was ist denn das für ein Bug? Dass der Magnussen auf immer vor mir ist. Hä?
Auf geht's. 25% drin. So, ganz entspannt. Alter. Das war doch ganz okay. Alter, der andere Hate. Läuft denn so? Andere Tire Strategy. Hat Probleme. Gut. Vom Haas da schon mal. Bestimmt auf hart. Denkt an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Und ab was geht dann? Oh Mann, was ist denn heute los? Hat's ja echt was gebracht, die Rückblende. Jo, kein Ding. Hab ich mal vergessen. Ist das ein Zeitbug beim Rejon? Oh
Ja, war ein Zeitbug. Und wieder Anschluss gefunden nach den Fehlern, die begangen worden sind. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 4,8 Sekunden. Und 4,8 Sekunden bloß hinterm King. Und der ist. Boah, ey, Alter, der dreht sich dort um die eigene Achse. Rotzrennen, also ich komme halt vor. Oh, da habe ich auch höher gestellt, auf 80 nun. Halt ohne meine Paradestrecke. Bist du auf dem 17. Platz? Du bist vor auf P17. Ja, ja. Jetzt muss eine Verwarnung ist und so in Ordnung. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,2 Sekunden. MG fährt damit weniger Fahrhilfen als ich. Aber ich mag Spanien nicht. Hinter dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen hinter dir jetzt auf harte Reifen.
Leclerc. Wir sind ja schon wieder so weit hinten. Da ist Magnussen. Das kommt da gleich von innen. Doppelt Ferrari, ja. Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,3 Sekunden. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Was ist denn das für ein Scheiß? Wie kann ich hier rausgucken? Ja, bin ein bisschen wieder auf die Strecke gekommen. Dort bin ich ein bisschen weit außen. Sorry, ja. Das ist ein Kackrennen. Kocht entspannt. Losfahren, losfahren. Sei gut zu diesen Reifen. Also schneller als Latifi bin ich schon mal nicht. Noch weiter hinter Russell. Nur 12 Sekunden hinter Magnussen. Wir haben viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste.
nicht wüsste, wo ich die verwenden soll. Meine Fresse. Versuch so selten wie möglich zu schalten. Alter. Und? Mein Getriebe ist abgenutzt. Versuch so selten wie möglich zu schalten. Los, dass es gerade die Strecke ist, wo du am meisten schalten musst. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Ja, ja, ja. Klappe. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, schön. Jeff, halt die Klappe. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen.
werde überrundet. Eins. Ah ja, hat er einen Vorsprung. Ach, Grundflügel Hochschrott. Nur, dass ich wüsste. Zwei. Fahr raus, fahr jetzt raus. Drei, vier. Oh, ein noch dazwischen. Bad Jeff. Weniger Informationen. Ist angekommen, bestätige. Die habe ich mich verbremst, Jeff. Jetzt laggt das Spiel um. Alter. Zum Auto vor dir beträgt 30,9 Sekunden. Ja, alles schön.
fange selber den Punkt. Ja, Hamilton hier, Runde hier. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, die brauche ich nicht mal. In einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Ach, schon wieder da. Ja. Juhu. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Ein großes. Schlecht. Gute Arbeit auf der Strecke. Was? Wie bitte? Wie läuft diese Saison für Sie? Kann sich Ihr Auto mit den anderen messen? Gut. Gut. Das ist jetzt positiv, dass sie es bemerken werden, oder negativ? Oh, scheiße. Hm. Scheiße, hat aufgeholt. Geld gab's. Genügend. Wir haben wie viel? Wir haben 8 Tage. Jo. Gut. Ich nehme mal, naja, wir waren doch ganz gut. Ja, wir haben jetzt 1,68 Millionen. Ist schon 2 Millionen wert. Ach ne, ist immer noch 2 Millionen. Nee. Egal. Mhm. Hier kannst du Fahrerboni kaufen, um sowohl auf als auch abseits der Strecke besser zu werden. Dein zweiter Fahrer wird sich seine Boni mit dem Betrag kaufen, den er zusätzlich zu seinem Grundgehalt ausgehandelt hat. Aber du kannst dir deine Boni mit dem Geld des Teams kaufen. Das ist einer der Vorteile, wenn man der Boss ist. Aha, ja. Das brauche ich. Und was brauche ich denn hier? Gesehen. So.
leisten mir. Wir müssen übelst was an der Strapazierfähigkeit tun. Monaco. Juli. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich glaube, Monaco würde mich jetzt voll ficken. Lass es lieber sein. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.